In Tibet, religion and politics are completely mixed up. If you mix sugar and salt, can you really eat that? Bei meinen Versuchen, Tibet mit all seinen Widersprüchen zu verstehen, bin ich immer wieder auf einen Namen gestoßen. Gendun Choephel, ein Mönch aus dem alten Tibet. Ein Wanderer zwischen den Welten. Seiner eigenen Gesellschaft, im Westen zum Mythos verklärt, stand er skeptisch gegenüber. Gendun Choephel, ein Mönch, der Lama, Gendun Choephel, der Mönch, der Mönch, der Mönch. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut. Ich bin nicht so gut.